Wir sind jetzt in Soltau und die nächsten Kunden haben sich für die Sprudelquelle entschieden. Die wurde montiert vor kurzem. Ich mache jetzt ein paar Tests einfach. Wie ist es jetzt mit dem Eiswürfel? Oh, die ersten Eiswürfel, die kommen schon. Das sind Eiswürfel in Doppelform. Gucken Sie mal. Bei dem Wetter, heute werden viele Gäste, nicht viele, aber regelkonform, wie das so mit der Corona ist, wird das ein paar Gäste werden da sein. Wir sagen auch nicht, die Adresse, wo es ist, sonst wollen sie ja alle vom leckeren Schaschlik was abbekommen, ja? Und jetzt mache ich einfach Wasserteste. Und ich gehe da rein, ich habe Durst. Und hier kann man auch Sprudelwasser entnehmen, das werde ich jetzt nicht machen. Und ich gehe einfach ran, gehen Sie mal ran, näher. Gucken Sie mal, es zeigt 7 ppm. Part per Mille, das ist reines Wasser, ohne Hormone, ohne Antibiotika, ohne Nitrat. Ich spüre kein Nitrat. Und jetzt machen wir einfach Leitungswasser. Ich gehe dann mit diesem Tester rein. Und das zeigt 162. Was auch immer es ist, je weniger, umso besser. Okay? Nein, alles gut, das war ein Scherz. Ich trinke auch ab und zu Leitungswasser, keine Probleme. Also, dass der Kunde mir das erlaubt hat, hier zu filmen, bekommt er diesen Tester, kein Klatschen. Und heute kommen Gäste und die werden sich filmen lassen aus dieser Sprudelquelle. Wenn auch Sie das wünschen, dann können Sie sich bei uns melden. Wir haben nicht mehr viel auf Lager, aber vielleicht eine für Sie übrig. Dankeschön, bis dann.